Südländer und Südländerinnen, könnt ihr mich hören? Yeeha! Sicher könnt ihr mich hören. Niemand kann uns aufhalten, Baby. So ist es, von Megaton bis Gardashade, von Paradise Falls bis in die Republik Dave, kommen wir mit diesem Sonder-Live-Bericht. Ihr werdet sagen, aber Three Talk, du sitzt in einem anderen Studio in DC, wie kannst du wissen? Der Kleine aus Vault 101, der Junge hat unsere Senderantenne repariert. Na, was sagt ihr dazu?
Company! Thank you.
führt los! Sein eigenes Profi.
und des Sonnenscheins zu genießen. Und wenn auch nur für einen Nachmittag. Und jetzt fragen Sie sich, was, wenn die Kongressabgeordneten der Hauptstadt wieder am Leben wären? Was, wenn sie sich wieder mit Baseballteams aus Pennsylvania oder Maryland messen könnten? Legen Sie Ihr Glück in die Hände John Henry Edens, großartiger Amerikaner. Und der Baseball wird auferstehen. Komfort, Entspannung, Wettbewerb, all das werden wir wieder erleben.
hallo. Bin gerade ein... Gute Jagd! Jetzt ist Schluss mit Rauschen aus dem Radio. Stattdessen gibt's allerfeinste Musik. Also lehnt euch zurück und genießt den Klang der Klassiker. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreie Südland und wir senden nur für euch. Wir haben eine wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Eine freundliche Erinnerung an alle möchtegern Ghoul-Hasser da draußen. Auch Ghule sind Menschen. Wisst ihr, Leute, Ghule sind nichts anderes als Menschen, die extremster Strahlung ausgesetzt waren und trotzdem nicht das Glück hatten, zu sterben. Auch wenn sie aussehen wie hässliche Zombies aus alten Monsterfilmen, ihre Herzen, Seelen und Tränen sind so menschlich wie unsere. Also bitte, wenn ihr einen der vielen Ghule im Ödland treffen solltet, lasst uns. Thank you.
als persönliches Vereinsheim zu beanspruchen. Nicht zu vergessen, die Leute, die die stählerne Bruderschaft verlassen haben. Gebrandmarkte Ausgestoßene. Sie sind im Exil sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls? Den furchteinflößend verstrahlten Ghulen von Underworld? Und schließlich mit den schrecklich entstellten Supermutanten, die die gesamte Innenstadt von DC überrannt haben? Gesetzlosigkeit, Schrecken, Mord. Sie sind allgegenwärtig. Dessen bin ich bewusst. Aber nicht mehr lange. Blut, das nur darauf... Ja, nimm sie auseinander!
bist tot, Dreckiger! Mein geliebtes Amerika. Hier spricht Ihr Präsident, John Henry Eden. Ich möchte gerne mit Ihnen sprechen. Es ist an der Zeit, etwas recht Wichtiges zu erörtern. Es geht um, nun ja, meine Präsidentschaft. Ich weiß, dass diese Frage aufgekommen ist, wie ich in dieses erhabene Amt gewählt wurde. Oder ob ich überhaupt gewählt wurde. Darauf muss ich antworten. Ich wurde natürlich gewählt, geliebtes Amerika. Ist denn nicht das Wahlrecht das Fundament einer Demokratie? Leider kann ich im Interesse der nationalen Sicherheit nicht die Einzelheiten der Wahl erörtern. Sie werden das verstehen. Aber ich bin Ihr Präsident, weil die richtigen Leute entschieden haben, dass ich es sein soll. Ich bin Ihr rechtmäßig gewählter Vertreter. Wenn die Zeit gekommen ist... Wozu überhaupt die ganze Mühe?
Ich reiß dir dein verdammtes Herz aus! Thank you.
Warum suchen Sie sich nicht Ihre eigenen Jagdgründe?